Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nerim. In der letzten Folge haben wir ein bisschen über den Hintergrund von dem Brauer von Erotin erfahren, von Karmaid erfahren. In dieser Folge werden wir ein Banditenlager hochnehmen. So. Erstmal wieder in Schleichmodus und die ersten beiden Gegner mit einem schönen Pfeil besuchen. Begrüßen. Er hat ein Parierschwert. Ja, Parierschwert. Bringt ihm nicht viel, denn wir haben einfach mal unsere Grabesklinge. Ja, Armageddon werde ich noch nicht anwenden, jedenfalls nicht bei solchen Möchtegern-Gegnern. Wobei wir vielleicht doch lieber das Ding verlassen, den Dungeon. Zu wenig Platz zum Kämpfen. Naja, wir sind Zweihänderträger, wir haben kein Schild. Zweihänder sind eher auf Entfernung gedacht. Für Entfernung gedacht. Wobei, ja, doch. Doch, das stimmt schon. So, die beiden teilen ordentlich aus, stecken aber auch gut ein. Aber beide können nicht über Wasser laufen. Das können dafür nur wir. Ja, ich finde das ein bisschen blöd mit dem Blocken. Also ich mag das nicht, wenn der Gegner einfach blocken kann. Ich denke, für Zweihänder sollte man ein Anti-Blocken-Ding, sodass man sie nur schwerer blocken kann, einfügen. Das wird ein bisschen freundlichen für uns Zweihänderträger. Vielleicht kann man das auch lernen, wenn man nur lange genug mit dem Zweihänder draufhaut, also in Sachen Meister, Experte und so. Aber so, dass die einfach da ihr... Guckt euch das an, das Ding ist aus Holz. Der blockt einen metallernen Silber, weiß ich nicht was. Boah, keine Ahnung was. Schwert. Einfach mit seiner scheiß Holzstange da. Das glaubt einem doch kein Mensch. Ja... Realität oder was heißt Realität? Realismus in Videospielen nicht ganz so, aber oder was heißt in Videospielen, Fantasy-Spielen, aber bisschen geringes Maß, also schon, bitte. So, das war ein perfekter Schultertreffer. Jetzt nochmal in den Brustkorb. Und das war nochmal in die Schulter. Und nochmal einen in den Kopf, um es zu beenden. Der ist nämlich verdammt, ich habe ihn für tot gehalten. Na, dafür kriegst du jetzt noch einen Schuss in die Eier und bist tot. So, was hast du für uns? Unsere Pfeile, ein Apfel und Mitrinkuras. Ja, in Minecraft wären Äpfel vielleicht gut, hier eher nicht. Wir packen jetzt eine ganze Mithril-Ausrüstung ein. Was hast du hier? Ja, Müll. Und wir stürmen jetzt mal wieder zurück zum Dungeon. Aber erstmal rasten wir eine Stunde. Eine Stunde rasten kommt immer gut. Jetzt betreten wir den Dungeon nochmal. An einigen Feuerstellen ist es euch möglich, etwas zu braten, zu backen oder zu kochen. Ja, werden wir aber nicht. So, wir nehmen unseren Bogen wieder. Okay, ist schon ausgerüstet. Und finden erstmal eine interessante Erzader. Und ein bisschen Eisenerz für uns. So, hier müsste auch gleich der nächste Gegner kommen, wie ich die Dungeon... Ah ja, da ist er. Hat uns aber noch nicht gesehen. Ist auch scheinbar eine Frau, oder? Nee, ist ein Mann. Wir jagen mir einen Pfeil ins Herz. Oder ist doch noch Frau. Hm. So. Ist aber sonst keiner da, deswegen ziehen wir uns ein bisschen zurück. Können wir jetzt. Ansonsten würde ich, wenn es zwei wären, den Dungeon wieder verlassen. Weil auf zwei gegen so engen Raum als Bogenschütze Schrägstrich Zweihänder. Zweihandkämpfer. Zweihänder. Zweihandkämpfer. Ist das nicht so gut gegen zwei auf so engen Raum. So. Silberpfeile, Mithrilkyros, unverziert und irgendwas, Dietrich, ja, ist gut. Und wir stürmen weiter. Mal sehen, ist hier noch einer? Nein. Dann nehmen wir hier mal das Eisenherz mit. Nein, du sollst keinen Pfeil schießen. Okay. Und guck mal, ah, hier geht's noch weiter. Ja, so habe ich's erwartet. Das war ein guter Treffer. Und jetzt nochmal in die Eier, genau. Oh, der ist daneben, schade. Ah, der hat einen guten, das ist ein... Oh, wie heißen die? Starke was? Weiß ich gerade gar nicht. Jedenfalls einen guten Brustpanzer, den wir auch gerne hätten und auch gleich haben werden, weil wir ihn uns holen werden. Wenn er nämlich tot ist. Noch ein Schuss in die Eier. Ah, der sollte in den rechten Arm gehen. Leider ist er das nicht und bam, und tot. Ja, die Pfeile werden irgendwie leider nicht angezeigt. Ja, Starke was, okay. Wir nehmen Gold mit, packen unseren Bogen ein, machen einen Quicksave und stürmen weiter.
So, hier kriegen wir erstmal unseren einen verschossenen Silberfall wieder. Ein Lichttrank für uns. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Karotte, Brot und Nanascheiß. Brauchen wir auch nicht. Wir rasten einfach mal eine Stunde. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob wir es nötig hatten, von Lebenspunkten her. Aber egal. So. Wir sind auf irgendwas getreten. Nehme ich mal an, oder wir haben eine Falle ausgelöst, egal. Wie auch immer, wir haben ein durchschnittliches Schloss. Wir können ja mal spaßeshalber diesen... Wow. Das hat sich gelohnt, diesen Zauber zu kaufen. So, wir machen einfach mal ein paar Auto... Twice. Keine Ahnung, wie das übersetzt wird. Automatische Versuche halt. Und treffen sogar mal... Oder schaffen sogar mal beim ersten Mal. So, wo... Da. Okay, ein... Nicht schon wieder. Nein, tut mir das bitte nicht an. Gut, in die Füße, notgedrungen. Ah, ob das da hinten ein Gegner ist, weiß ich nicht. Ich würde es für einen Sklaven halten, ja? Also manche Räuber haben auch Sklaven. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Ob das jetzt einer ist. Dass es sie gibt, ist ungefragt. Also. Das ist so möglich. Ah, ich würde aber sagen, wir wechseln mal die Pfeile. Auch Stahlpfeile. Mann. So, beendet sein Leben. Die Folge geht noch ein bisschen. So, Stahlkürass wieder und ein bisschen Gold. Und jetzt gucken wir mal, ob das da unten ein Gegner ist. Wir müssen nämlich darauf achten, wenn er eine Waffe hat, dann ist er einer. Wenn nicht, dann ist er... Sieht doch verdammt friedlich aus. Ja, okay, ich habe gequicksaved. Oder ich quicksave nochmal. Und gucken mal, ob ich angegriffen werde von ihm. Hier. Räuber, okay. Wie süß. So. Das war jetzt nicht sehr nett, aber egal. Ja, das war ziemlich blöd, weil sie uns gesehen hat. Verdammt. Deswegen habe ich mich auch gewundert, warum wir so wenig Schaden haben. So, wir versuchen es nochmal. Und treffen direkt ins Brustbein. Würde ich mal sagen. Ja, irgendwie heute will ich gerne die Treffer auch noch benennen. Ich glaube, der ging im Bauch. So. Ja, am Ende ist es eh nur alles eine Collusion Box und. Finde ich ein bisschen schade, dass Kopftreffer nicht mehr Schaden machen oder so. Oder wichtige Organtreffer. Ja, es deckt gerade zu stark, als dass ich richtig kämpfen könnte. So, im Fall nehmen wir hier noch ihre Ausrüstung ab. Tot. Und nehmen unseren Pfeil wieder zurück. So. Und hier sind nochmal Pfeile. Und interessanterweise der Schlüssel für diese Scheißtür hier. Na gut, der ist jetzt auch ein bisschen sinnlos. Ne? Oder vielleicht brauchen wir ihn noch. Mit ein bisschen Glück brauchen wir ihn noch. Mit ein bisschen Pech nicht. So, hier haben wir ein paar verfaulte Bretter. Kein Problem für uns. Starken Held in seiner starken Rüstung. Können wir alles ab. Uns halten keine verfaulten Bretter auf, genauso wenig wie irgendwelche göttlichen. Was haben wir hier? Eine Truhe, bisschen Gold, okay. Wir gehen wieder in Stealth-Haltung. Und wir wissen ja, haben wir eben gesehen, dass hier ein Gegner ist. Aber der hat keine lange Überlebenschance. Genau. Ja. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, perfekt ins Gesicht und auch noch umgefallen. Noch ein in die Eier. Und schon habt ihr die Hälfte seines Lebens verloren, bevor der Kampf überhaupt angefangen hat. Ja. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal wieder mit Blitzrad zu kämpfen, weil ich die Aufladung von dem gerne aufbrauchen möchte. Vielleicht muster ich das Schwert auch aus, ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber okay, es macht schon ein bisschen Damage. Aber als mehr für Rehe und Wölfe als für richtige Gegner. Okay, er ist kein richtiger Gegner mehr. Yo, das war mal ein nice Hit. Wir nehmen den Scheiß mit und sind natürlich wieder zu schwer belastet. Wir gucken mal, das brauchen wir nicht. Wie sieht's denn aus? Ja, wir müssen noch eine Sache wegwerfen. Hm. Den Kyros. Und schon stehen wir weiter. Wir haben... Na, wir nehmen wieder unseren Bogen. Glaube ich. Wäre wohl besser. Und hier ist nichts. Ah ja, ein Stahlpfeil. Teleportrune.
ein paar Verzauberungssachen, ein Heiltrank, Schmiedehammer. Ja, stimmt, Schmiedehammer. Wir können hier mal unsere Sachen wieder reparieren. Ja, okay, unsere Sachen sind einigermaßen geschwächt, aber die von den Gegnern auch. Und wir nehmen diesen Hammer mal mit und kriegen die Historie von Kabaed. Interessiert uns aber nicht, deswegen marschieren wir gleich weiter und sehen schon den nächsten Gegner. Ah, der ist nicht gut gepanzert, merkt man. Und auch kein guter Schütze. Ja. Also bis jetzt wir, weiß ich nicht, 20 Treffer. Ah, okay, 20 ist übertrieben, aber würde sagen so 7 Treffer, eher 0. Loren erinnert mich auch an Minecraft. So, hier geht's nicht weiter. Dann gehen wir jetzt mal wieder in Stealth-Haltung und gucken mal, was er noch so Schönes bei sich hatte. Hier. Er hat sogar noch mit Silberpfeilen geschossen. Das macht es noch so umso peinlicher. Ah ja, ich hätte es nicht einfach gesagt, verdammt. Silberbogen, wie viel bist du wert? Ja, okay. So, ich würde sagen, wir packen mal die richtigen Stahlkürers-Dinger weg. Irgendwie sind die mir zu schwer. Ah, ein Brunnen, interessant. Und hier ist Eisen. Und da geht's weiter, okay. Dann nehmen wir hier wieder die Erzader mit und kriegen ein bisschen Eisenerz. Und hier kriegen wir auch ein bisschen Eisenerz. Und guck mal hier oben. Ja, bevor ich jetzt anfange, wieder nach dem Brunnen zu suchen, beende ich die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin, ciao.